Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Familie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. So steht es im Artikel 6 unseres Grundgesetzes, und das hat natürlich seinen Grund. Denn Familie ist die kleinste und zugleich wichtigste Solidargemeinschaft und damit auch die unverzichtbare Grundlage für das Funktionieren des sozialen und demokratischen Staatswesens. Berlin wächst, und dies nicht nur durch Zuzug, den wir begrüßen, sondern auch aus sich selbst heraus. Und das ist für mich und meine Fraktion ein sicheres Zeichen dafür, dass Berlin für Familien durchaus attraktiv ist und immer attraktiver wird. So soll es auch bleiben. Das Berliner Familienleben ist bunt. Neben der traditionellen Familienform haben Eineltern, Patchwork- und Regenbogenfamilien ihren Platz in unserer Stadt, und das ist auch gut so. Was Familie ist, definieren diese Menschen ganz alleine, losgelöst von gesetzlichen Fragen wie Erbfolgen oder anderen. All diese Familien bedürfen unseren Schutz, denn der eben von mir zitierte Artikel des Grundgesetzes definiert den Begriff Familie nicht, und für uns ist überall da, wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen, Familie. Angesichts dieser Vielfalt, und bitte erlauben Sie mir den kurzen Auszug in die Bundespolitik, ist unser aktuelles Steuersystem schlicht überholt und ungerecht. Warum etwa sollte ein kinderloser Arzt mit Ehefrau steuerlich besser gestellt werden als etwa seine verwitwete Kollegin mit 3 Kindern? Ich begrüße daher ausdrücklich die Pläne unserer Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, anstelle des überholten Ehegattensplitting ein sozialdemokratisches Familiensplitting einzuführen und die Steuergerechtigkeit für Familien endlich herzustellen. Zurück ins Land. Familienpolitik ist für uns hier nicht nur eine Ressortaufgabe. Familienpolitik ist ein komplexer Prozess, denn die Bedürfnisse der Familien sind oftmals höchst unterschiedlich und haben doch zugleich viele Schnittstellen. Familienpolitik ist für die Berliner SPD, ist für diesen Senat eine Querschnittsaufgabe in Bildung, Arbeits-, Integration, Stadtentwicklung und natürlich Jugendpolitik und vieles mehr. Unser regierender Bürgermeister Michael Müller steht dafür, dass Familienfreundlichkeit nur auf der Grundlage eines ressortübergreifenden Planens und Handelns erreicht werden kann. Familien brauchen angemessen und bezahlbaren Wohnraum. Dafür setzt sich Andreas Geisel ein. Wir erhöhen den Anteil von landeseigenen Wohnungen auf bis zu 400.000. Dieses kommt verstärkt auch den Familien zugute. Mieterhöhungsmöglichkeiten, die durch die Mietpreisbremse eingeschränkt wurden, kommen auch Familien zugute. Noch stärker im Fokus unserer Familienpolitik steht die beste und frühestmögliche Bildung für unsere Kinder. Wir haben den Kita-Platzausbau konsequent vorangetrieben und allein in dieser Legislaturperiode zusammen mit den freien Trägern und den Kita-Eigenbetrieben über 20.000 neue Kita-Plätze geschaffen. Dieses erbietet Möglichkeiten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbinden und das Armutsrisiko für Familien damit zu senken. Und ich finde es toll, dass Sandra Scheres nun innovative Wege geht und auch Eltern, die nicht in geregelten Arbeitsverhältnissen sind, sondern Schichtarbeiten, Nachtarbeiten, Wochenendarbeiten und Feiertagsarbeiten machen müssen, zu unterstützen und hierbei reinzumachen. Gerade für Alleinerziehende ist das ein unglaublicher Vorteil, und ich glaube, das bringt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch einmal nach vorne. Die SPD-Fraktion steht dafür, dass der soziale Aufstieg für alle Jungen und Mädchen, gleich aus welchen Familienstrukturen sie stammen, möglich ist. Wir haben dafür gesorgt, dass die Bildung von Krippe bis zur Hochschule in dieser Stadt gebührenfrei ist. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass ab 2018 der Kita-Besuch für alle Kinder gebührenfrei ist und die Hortgebühren abgeschafft werden. Denn auch dies stellt eine eklatante Entlastung von Familien dar. Wer daran zweifelt, hat weder Berlin noch die Familien verstanden. Besonders stolz bin ich darauf, und ich danke meinem Fraktionsvorsitzenden Rat Saleh, der gegen alle Unkenrufe es hinbekommen hat, dass wir gleichzeitig zur Kostenfreiheit stufenweise eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels hinbekommen haben. Und wir werden mit 3,75 Kindern pro Erzieherin, den wir durchgesetzt haben, stufenweise dazu kommen, dass wir einen der besten Betreuungsschlüssel in Deutschland haben. Das ist ein wichtiger Schritt. Damit haben wir die Forderungen des Berliner Kita-Bündnisses nicht nur aufgenommen, wir haben sie sogar in Teilen überschritten. Das ist ein großer Erfolg für die sozialdemokratische Familienpolitik und die Schlagkräftigkeit dieser Koalition. Wir haben aber auch mehr getan. 470 Millionen € in die Sanierung von Schulen und Sportstätten helfen Familien.
Wir haben 10 Millionen Euro jährlich bereitgestellt für die Sanierung von Kita und Spielplätzen in den Bezirken. Wir haben 31 Familienzentren in den Berliner Bezirken geschafft und gesichert und dazu auch das übergreifende Regenbogenfamilienzentrum in Schöneberg. Wir haben die Ausgaben für Musikschulen erhöht und andere außerschulische Lernorte priorisiert, auch jetzt in diesen Haushaltsverhandlungen. Und das möchte ich hier nicht mit unterstellen, wir haben den Superferienpass gesichert. Das sollte man nicht vergessen, denn gerade für die Familien, die wenig Geld haben, ist das ein super Angebot, wie zum Beispiel ab jetzt wieder die Möglichkeit, kostenlos die Schwimmbäder zu nutzen. Das Programm Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen und das Bonusprogramm für Schulen führt dazu, dass über 250 Schulen in Berlin die Möglichkeit haben, individuelle Angebote für Kinder zu machen, zu einzurichten und zu fördern. Dieses haben wir dauerhaft gesichert und finanziell untermauert. Ich glaube, es ist ein richtiger Schritt. Auch die Einführung der Jugendberufsagentur darf in diesen familienpolitischen Maßnahmen nicht vergessen werden. Jugendarbeitslosigkeit durch Berufsberatung, Vermittlungen, Ausbildung und Arbeit sowie Leistungen der Jugendhilfe aus einer Hand gezielt entgegenzuwirken, ist, glaube ich, eine Sache, hinter der sich alle Parteien in diesem Haus hintersetzen können, alle Fraktionen. Ich glaube, dass es ein richtiger Schritt gewesen ist, dieses zu starten. Ich hoffe, dass die Jugendberufsagenturen in allen Bezirken gut anlaufen werden. Auch das Thema Inklusion ist Familienpolitik. Das Gesetz zur Ganztagsbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit schweren Behinderungen, auch über die Grundstufe hinaus bis zum Schulanschluss hin, bietet die Möglichkeit, dass diese Kinder aktiv Teil unserer Bildungslandschaft werden und dadurch auch aktive Chancen haben im Berufsleben. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Teilhabe ist uns auch im Thema Integration besonders wichtig. Hier haben wir die Beschulung der Flüchtlingskinder in über 670 Willkommensklassen organisiert. Hier soll schnellstmöglich ein Übergang in die Regelschulen gewährleistet werden. Und mit der verpflichtenden Sprachstandsfeststellung soll sichergestellt werden, dass Kinder frühestmöglich Sprache beherrschen und keinen unnötigen Nachteil auf den späteren Bildungsweg erleiden. Wir haben diesen Zeitraum vorgezogen, um so zu ermöglichen, dass Kinder länger in der Kita frühkindliche Bildung haben. Kurzum, wir haben viel und noch mehr für die Familien in Berlin getan und darauf sind wir auch, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen stolz. Berlin ist eine familienfreundliche Stadt und lassen Sie mich doch kurz einen Anruf machen, wo ich schon die Zwischenrufe von der Opposition höre. Machen Sie das doch nicht nieder. Sie haben doch viele Sachen davon mitgefordert. Es ist doch so, dass wir das alle hier wollen. Daher lassen Sie uns doch positiv darüber reden, was Berlin Familien bietet und weniger darüber reden, was Sie alles schlecht finden, was in Ihren Wunschträumen noch besser sein könnte. Aber lassen Sie mich Folgendes noch ausführen. Wir haben eine aktive und moderne Familienpolitik in diesem Berlin etabliert, auch in den letzten 5 Jahren. Das war nicht immer einfach. Die SPD mit ihrem regierenden Bürgermeister steht genau für diese Politik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.